Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Star Wars Republic Commando. Die heutige Folge. Leider muss ich mich entschuldigen, weil zwei Folgen, einmal das Eventual Camp und einmal für die Short War, jeweils zweite Folge von gestern erst heute kamen. Das ging leider nicht anders wegen dem alten Internet hier, weil das WLAN hier manchmal einfach scheiße ist. Heute kommen drei Folgen. Einmal eben die Republic Commando, einmal The Last Days of the Third Age und einmal Fridge Total War. The Lord of the Rings Adventure Card fällt heute aus. Ja, beim letzten Mal beim Republic Commando haben wir ganz knapp es geschafft, von dem Kernschiff zu fliehen und damit auch von Geonosis, auch abzuschließen. 30 Sekunden hatten wir übrig. Und jetzt sind wir im zweiten Abschnitt bei der RAS Prosecutor, einem Schiff, wo das Delta Squad eine ganze Zeit lang gedient hat, was eine Weile verschwunden ist und plötzlich da auftauchte. Wir haben uns getrennt und ja, es hat ein bisschen Horrorfeeling. Wir haben ein paar tote Klone gesehen, einen, der getötet wurde. Der gute Scorch wurde von einem Droiden offensichtlich angegriffen und keiner hat Verbindung zu ihm. Und wir sind hier immer noch in der Suppe drin, alleine. Nachgeladen, ja. Wir müssen immer noch zum Achterladen kehren und wahrscheinlich sind wir hier nicht alleine. Wir haben jetzt schon so kleine Fliegeviecher gesehen. Wenn die hier sich gut aufhalten. Wir wissen, dass die den Licht blockieren. Referenzen auf den Licht machen. Ich fühle mich hier immer noch nicht sehr wohl, wie euch nicht unüberraschend auffällt. Ich habe immer das Gefühl, dass hier ein bisschen Horrorfeeling drin ist. Bis jetzt ist es hier noch ruhig. Also relativ ein paar Mal rumpelt's. Ein Klon ist wie gesagt beim letzten Mal gestorben, der hatte sich im Torpedolager versteckt, aber wurde erwischt. Von diesem neuen Droiden. Da sind Explosionen. Ist da ein Klon? Nee, ich sehe was zum Hacken. Sonst eher nicht so. Wir da mal hin. Da können wir das Licht ausmachen. Da ist ein Klon. Hier, mein Freund. Hey, mein toter Freund. Wow. Und hier haben wir diese neuen Droiden. Mir ein Loch in den Kopf bohren. Elters, ich glaube, ich weiß, was mit 6-2 passiert ist. Eine Art Sammler-Droide. Achten Sie auf Interferenzen. Fixer, suchen Sie weiter nach 6-2. Das soll keine Drei-Mann-Show werden. Scheiße, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das sind diese neuen Droiden, Sammler-Droiden. Ja, die wollen ein Loch in den Kopf bohren und wir sind fast tot. Ganz toll. Die stürzen immer ab, wenn man sie tödlich verwundet. Und ja, Fixer soll jetzt nach Scorch suchen, weil das soll keine Dramanschung werden. Ganz toll, Gesundheit kritisch. Dass man jetzt gerade drei Sammler einer hat uns angegriffen, während wir hier geschaut haben. Oh, diese Drecksäcke. Ich hasse die Sammler-Droiden. Ich hasse sie abgrundtief, weil die sind schnell, klein und wie gesagt, wie man schon schön gerade gesehen hat, die versuchen halt den Helm aufzubohren. Die können aber auch schießen. Jetzt hätte ich sehr gerne einen Bagdad-Tank. Wir sind nämlich fast tot. Wir wissen ja, wenn wir alleine umfallen, dann sind wir tot. Da ist einer. Aua. Ja, man kann leider nicht verhindern, dass die sich dann so herabstürzen, wenn man sie zu stark beschädigt. Da muss man echt aufpassen, weil wie gesagt, die machen ja auch Interferenzen, machen dann so Gefissel auf die Sicht, dass man kaum noch was sieht. Gott hat das ja auch im letzten Part berichtet. Nee, ich dachte schon. Ich würde echt gerne wieder zu meinem Team oder zumindest zu diesen Daten kehren. Wir können nämlich eine Menge von denen lauern. Ich höre Blasterschüsse. Das ist nicht von uns. Los, los, los! Ein Klon.
Wir haben hier einen toten Trooper, Deltas. Wie es aussieht, lauern auf diesem Schiff nicht nur Droiden. Nicht nur Droiden. Großartig. Ich dachte, wir hatten keine Vitaldaten. Ja, da war gerade einer von den Klonen, aber der ist leider gestorben. Laut Boss. Liegt der da? Nee. Also, nicht nur Droiden hier. Augen aufhalten. Wir haben ja fast noch kein Leben mehr. Oh, ein Bacta-Tank. Ich gucke mich aber erst um, bevor ich dahin gehe. Nur, dass uns nichts im Rücken angreift. Oh, Bacta-Tank, Bacta-Tank. Ganz schnell. Ich brauche ganz dringend Leben. Dankeschön. Das wäre ein Sammler. Weiter so, Kleiner. Egal, wer das Schiff gestohlen hat, er hat ja einiges geändert, Delta. Ihr Flur zum Datenkern auf Achtern ist blockiert. Ich hoffe, Sie kriechen gerne, Sir. Wir müssen nämlich durch die Droiden-Zugangsschächte. Das ist der einzige Weg. Großartig. Vielleicht müssen Sie sich reinhacken. Ja, ich verstehe dich, Boss. Großartig. Ich würde also nochmal kriechen. Jemand hat das Schiff übernommen und hat offenbar einiges geändert. Und vielleicht müssen wir uns reinhacken, hat 7 gerade gemeint. 7 bisher bei den, bei den allgemeinen Fragen. Lass da Munition nachladen. Da vorne ist es, wo wir uns hacken. Aber erstmal hier nochmal schauen. Ja, diese kleinen Sammler sind echt gefährliche Bastarde. Die halten zwar nicht viel aus, aber man sieht schon, die machen eine Menge Schaden. Bevor ich mich da jetzt reinhacke, will ich wissen, ob hier alles safe ist. Können auch von überall her kommen, weil sie so klein sind. Ich muss nur die Zugangsbeschränkungen knacken. Wusste ich doch. Zentrale, wir brauchen vielleicht einen neuen Delta-Leader. Sir, sind Sie okay? Nein, danke, mein lieber Fixer. Ich bin nicht okay. Ja, ich wusste es doch. Ich habe mich gerade mit Zecken gemacht, bin aber sofort wieder weg und ja, da waren zwei Sammler. Hallo, tot. Na, Spitze. Dürfen wir den ganzen Weg nochmal machen. Okay, jetzt mache ich es ein bisschen schneller hier. Ich hoffe, wir kommen zum nächsten Ding. So, hier kommt ja jetzt das. Das gucken wir jetzt noch nicht mal an. Hier kommt jetzt gleich der erste Angriff. Wir haben es ja schon gesehen, deswegen schaue ich jetzt nicht nochmal an. Stirb. Stirb. Diese Dinger wollten mir ein Loch in den Kopf bohren. Deltas, ich glaube, ich weiß, was mit 6-2 passiert ist. Eine Art Sammler-Droide. Achten Sie auf Interferenzen. Fixer, suchen Sie weiter nach 6-2. Das soll keine 3-Mann-Show werden. Aber ich glaube, hier waren doch 3, oder? Da ist noch einer. Die sieht man echt kaum, die Viecher. Ich wusste, dass es hier 3 sind. So, nachladen. Dann hier durchgehen. Wir haben schon gehört, die Droiden sind nicht die einzige Bedrohung hier. Den hier zerstören. Die sind nicht sehr aushaltefähig, aber sie sind schnell und sie machen eine Menge Schaden. Wie man schon sieht. Los, los, los! Wir haben hier einen toten Trooper, Deltas. Wie es aussieht, lauern auf diesem Schiff nicht nur Droiden. Weiter so, Kleiner. Egal, wer das Schiff gestohlen hat, er hat ja einiges geändert, Deltas. Der Flur zum Datenkern auf Achtern ist blockiert. Ich hoffe, Sie kriechen gerne, Sir. Wir müssen nämlich durch die Droiden-Zugangsschächte. Das ist der einzige Weg. Großartig. Vielleicht müssen Sie sich reinhacken. So, ich habe jetzt mal kurz still. Ich hab geguckt, ob man den Trooper sieht. Und einen Klon, aber ich habe ihn gerade nicht gesehen. Hier kommen wir nicht durch, der war wahrscheinlich dahinter. So, wie machen wir die denn? Es sind ja 2, die kommen sobald wir da vorne hacken. Ich will nämlich nicht gleich nochmal sterben. Wir könnten mal einen Panzerbrecher versuchen. Weil die waren ja relativ beieinander, das probiere ich mal. Ich hoffe, das geht. Ich muss nur die Zugangsbeschränkungen knacken. Wieder ein paar Droiden für den Schrotthaufen. Okay, die beiden wurden jetzt recht schnell zerstört. Leider waren es halt jetzt 2-mal Panzerbrecher. Und
wir sind auf Gelb. Ich gehe mich nochmal kurz beim Bagdad dahin, wenn wir gesehen. Wir sterben schnell. Dann hacken wir das Ding. Aber ich glaube, der Panzerbrecher war gerade eine gute Idee. Auch wenn der eigentlich nicht verschwendet werden sollte. Wenn wir gesehen, mit dem Blaster sind die schwer zu treffen, obwohl die nicht viel aushalten. So. Hoffentlich gibt es jetzt keine weiteren Überraschungen, während ich hier hacke. Zum Öffnen des Druidenzugangsschachtes. Die Schächte müssen in die Nähe des Steuerbordkerns führen. Genau zu mir. Okay, warten Sie. Wir treffen uns am Kern. Stimmt, erst beim Steuerbordkern. Das hat uns der Klonbereiter letztes Mal noch sagen können. Okay. Ja, geheilt sind wir. Weiter geht's. Delta am Boden. Da sind Sie, Sir. Wir sind nah genug dran, um den Status der anderen zu überwachen. Wie lautet Ihre Position, 7? Ich bin im Steuerbord-Datenkern. In Ihrer Nähe müsste ein Sichtfenster sein. Ja, guter 7. Ich sehe dich gerade gar nicht. Er hat uns ja anscheinend gesehen. Finden Sie Delta 7, also finden Sie 7. Wir haben noch 19 Minuten Zeit. Kurz schauen. Okay. Keine Ahnung, er sagt ja, in der Nähe muss ein Sichtfenster sein. Das kann ja eigentlich nur das hier sein. Ach nee, wir müssen ja wieder kriechen. Ich hoffe halt, dass Scorch bald gefunden wird. Das wirkt ein bisschen so, als wären wir hier, keine Ahnung, in der Mikrowelle. Angenehm. Gute Vorstellung. Da geht's raus. Aus hier. Ich werde trotzdem schleichen. So für den Fall. Da ist ein Mausdroide. Hey! Diese kleinen Mausdroiden sieht man ja ziemlich oft in den Star Wars Filmen und auch in der Clone Wars Serie tauchen die auf. Ich finde die ganz süß eigentlich. Harmlos. Wir sind definitiv harmlos. So, hier ist eine Tür, da kommen wir aber nicht rein. Ich werde den nicht anschießen. Wir könnten, aber ich will es nicht. Weil die sind echt klein und knuffig. Hier ist nichts. Übrigens, die Grafik ist ja jetzt auch hoch und trotzdem nicht wie beim letzten Mal gut. Ich gucke hier jetzt nochmal ganz kurz in die Optionen, ob man hier noch irgendwas ändern kann. Ah, wir können auf maximal schalten. Allerdings muss man dafür das Spiel neu starten. Ja, okay. Dann werden wir gleich das Spiel neu starten. Wir hatten ja hier einen Save-Punkt. Es dauert ja auch nicht lange, das Spiel zu starten. Nein, ich möchte an. Starten ebenfalls an. Okay. Übernehmen. Ja. Und jetzt tun wir kurz das Programm beenden und neu starten. Wir haben ja gerade einen Speicherpunkt gehabt. Wir verlieren also quasi nichts. Ich will einfach testen, wie es mit maximal Ding aussieht. Maximal werden. Play. Und Spiel laden. Ja, sieht ja eigentlich recht cool aus, so. Müssen wir halt nochmal kurz den kleinen Weg gehen, aber das war ja jetzt nicht weit. 7 haben wir auf jeden Fall auch unten links drin. Also wir können theoretisch ihn wieder befehligen. Das Befehligen fehlt einem echt, wenn man alleine ist. So, hier sind wir wieder. Hier ist der, fährt der Mausdruide durch die Gegend. Da ist ein Sichtfenster. Ich glaube, da müssen wir hin. Ah, da ist sie. Ich bin in einer Minute bei Ihnen, sobald ich die Logdateien runtergeladen habe. Das war's. Jetzt. Moment. Nein! Sammler! Pass auf, 7! Wir können ihm nicht helfen hier. Ein Trandoshaner! Hören Sie mich! Verdammt! 4062, bitte melden! Halten Sie die Augen nach bewaffneten Gegnern offen! Hier sind Trandoshaner. Sie haben 07 erledigt. Delta Team, bitte melden! Scheiße! 04! Acht Sie auf! Fällt unserem Treffpunkt! Scheiße! Ein Trandoshaner! 7 liegt da unten, der ist halb tot. Ein Sklavenjäger! Also Trandoshaner sind ja Sklavenjäger, sind Kopfgeldjäger auch sehr oft. Er hat den Sammler erledigt, aber der Trandoshaner hat ihn erledigt. Und ja, Fixer haben wir gerade kaum verstehen können.
Scheiße. Die sind auch bewaffnet, wie auch gerade schön Boss erwähnte. Wo ist der denn? Da! Bastarde! Ein bisschen, die sind sehr hexenartig. Haben auch grünes Blut, wie man gerade sieht. Die Echsen sind zu fett, sie passen nicht durch den Druidenzugangsschacht. Da kriegen sie mich nie. Die passen nicht durch den Zugangsschacht. Aber ich messe hier doch gerade so gerne, mein lieber Boss. Oh nee, ein Sammler wieder. Eck, böser Sammler. Ja, die Trandoshaner sind auch nicht ungefährlich. Gerade die mit dem Messer nicht. Die machen einen Nahkampf relativ schnell alle. Ich würde noch mal gerne zurückgehen. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich. Weil... Hi, obwohl, wir brauchen keine Heilung. Wir brauchen gar keine Heilung. Also, wir müssen jetzt schnellstens zu 7. Weil wir brauchen erstens die Daten und zweitens 7 stirbt sonst eventuell. Der liegt da noch. Trandoshaner sind, wie gesagt, nicht ungefährlich. Die jetzt gerade hatten nur Messer, aber... Da kommen noch lustigere. So, einmal hier durch. Ganz kurz, Schwierigkeit ist doch auf Mittel. Ja, ja, passt. War mir gerade nicht sicher. So. Also die Trandoshaner sind zu fett, die passen hier nicht durch. Das sind wie gesagt Echsen. Und sehr oft Kopfgeldjäger oder Sklavenfänger. Teilweise auch von Wookies, wie ich weiß. Ein neuer Kontrollpunkt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir machen noch weiter. Was tun denn die Trandoshaner hier? Die Droiden sind eine Sache, weil Handelsföderation, aber die Trandoshaner sind eigentlich neutral. Es sei denn, sie wurden angeheuert. Ah, ist ein Sammler. So, habe ich mal erledigt. Wenn man auf die vorbereitet ist, dann sind die gar nicht so schlimm, aber bei meinem Durchspielen damals, also nicht Durchspielen, bei meinem hier Spielen, haben die Sammler mich ziemlich genervt. Ich hasse die, wie gesagt, ziemlich hart. So, hier geht's wieder raus. Ich habe hier wieder Indifferenzen. Bin wieder ein Sammler in der Nähe. Da ich doch gerade was Rotes vom Visier. Ein Sammler hier. Ja, von wegen. Drecksviecher. Leider nur noch auf gelbem Leben. Ein Trandoshaner. Oder? Habe ich das gerade falsch gesehen? Bin mir gerade nicht sicher. Werden wir rausfinden. Wieder hier irgendwo ein Sammler in der Nähe. Ich höre das Gefissel. Sieh das Gefissel, ja. Das ist schön, da hat man so eine kleine Vorwarnung vor den Viechern. Ja, komm raus, kleiner Sammler. Ich habe hier ein bisschen Laser. Das ist auf jeden Fall ein Trandoshaner. Zusammen sind die Viecher übrigens ätzend. Nein! Ach, ich habe den Sammler noch gesehen, aber er hat uns leider gekillt. Kacke. Zusammen sind die Viecher übrigens absolut ekelhaft. Das ist jetzt unser zweiter Tod. Och nö, alles... Nee, nicht alles neu machen. Gut. Das hätte mich jetzt ja auch etwas genervt. Die Mausdruiden kann man, wie gesagt, auch zerstören, aber ich finde ihn witzig. Ich weiß nicht, die tun ja nur ihren Job. Ach ja. Den Sammler hatte ich jetzt gerade fast vergessen. Ist hier hinten eigentlich noch was? Achso, da geht's noch raus. Ist hier noch was? Ich will nur gucken. Munition oder so. Nee. Ich hätte halt gern wieder einen Bagdad-Tank. Oh, hier war ja auch einer. Wo ist der denn? Hey. Ach, diese Drecksviecher. Okay, wisst ihr was? Ich probiere das jetzt mal mit der Sniper tatsächlich. Nehme ich jetzt mal die Sniper.
Also erstmal der hier. Nicht der Maus-Droide. War der denn? War, glaube ich, irgendwo hier in der Ecke. Hä? Oh. Also. Da war er. So, nachladen. Leider halt einen Schuss verballert. Dann jetzt nochmal rausgehen. So, der kommt von... Der kommt doch von hier. Wo kommt der? Hier ist das Gefissel nicht mehr. Wo ist denn der Sammler? Ich würde den halt gern loswerden, weil zusammen sind Tambushana und die Sammler echt extrem ekelhafte Gegner. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Aber es wird stärker. Boah, ich weiß, ob das hier ein Sammler rumläuft. Halt. Da ist er. Da bist du, Drecksviech. So, zerstört. Nachladen. Was war das denn? Kann mir jemand erklären, warum ich jetzt gerade gestorben bin? Na, ganz toll. 9 Minuten haben wir noch. Wir probieren es nochmal. Ich probier's doch nochmal mit dem Blaster. Gut, ich bin nicht jetzt gestorben. Keine Ahnung. Der Sammler hat mich gerade nicht getötet. So, erster zerstört. Diesmal sind wir noch auf grün. Wie gesagt, wenn man auf die vorbereitet ist, dann sind sie nicht so schlimm. Aber das Problem ist, man hat halt nie eine Ahnung, wo die angreifen. Sammler hier loswerden. War jetzt gerade da oben. Die sind halt so klein, dass sie kaum auffallen. Das ist echt. Hasse diese Kampfe. Da sind mehr die Droidikas lieber, die Superkampfdroiden, weil die sind zumindest groß. Groß und auffällig, wollte ich sagen. Alter, wieso sterben wir hier so oft? Ja, ich bin langsam angepisst. Das ist der dritte Tod jetzt. Meine Fresse. Ich glaube, da muss man zurückgehen. Anscheinend geht es ja in die Luft. Oh, der dritte Tod jetzt. Das muss doch nicht sein. Ich fühle mich gerade wie ein Fail ein bisschen. Ja, nervt mich. Sorry. Stirb, hässlicher Sammler. So. Haben wir 1, jetzt wieder raus. Wow, wie spannend. Haben wir noch nie gesehen. Und hier draußen Sammler 2. Und dann gehe ich erstmal wieder zurück. Da hatte ich gerade was im Visier. Da ist er. So. Da ist der zweite. Boah, bleib stehen. Mann! Ja, sorry. Ihr seht schon, warum ich die Sammler hasse. Also da war der zweite und wir sind jetzt übrigens zum vierten Mal gestorben. Boah, Aggression. Ja, wir sterben dauernd an derselben Stelle. Das ist total ätzend. Weil man die halt kaum trifft, weil die so schnell sind. Nein, du bohrst mich nicht auf. Vergiss es. Kannst du mal schön knicken, indem ich aufbohren. So, also zwei Sammler. Einer ist hier und einer ist da vorne. Ich will die jetzt einzeln haben. Der kam gerade irgendwo von hier. Ich hätte jetzt gerne erst den ersten.
Ich hoffe, jetzt sterben wir nicht mehr, weil das war jetzt der vierte Tod. Komm raus, wo immer du bist. Ich habe hier was Schönes für dich. Ja, ich glaube, ich benutze jetzt nochmal den Panzerbrecher tatsächlich. Wir haben halt nur noch 2 Schuss. Na, kleiner Sammler. Werde euch töten. Die Lebewesen würde ich euch ausweiden, aber ihr seid keine Lebewesen. Wo sind die denn jetzt? Da war ein. Ernsthaft, ich verstehe nicht, warum wir dauernd sterben. Ich bin gerade echt belastet. Da war einer, wollte ich sagen. Ja, 4 Minuten haben wir noch. Einen Versuch machen wir noch. Und ansonsten werden wir leider bei diesem Part nicht weiterkommen. Boah, diese scheiß beschissenen Sammler. Neue Hassgegner. Stirb. Geht's nochmal auf die Sniper tatsächlich. Weil der eine hat uns gerade nicht gesehen. Den hatten wir definitiv zerstört. Aber irgendwie sind wir dann gestorben. Da ist er. Ha! Tja, so geht's, wenn man Black Crystal wütend macht. Da war der erste. Der zweite war dann hier weiter vorne. Da vorne wieder die Tandoshane. Wie gesagt, wenn man auf die vorbereitet sind, ist. So, beide ausgeschaltet. Diesmal nicht gestorben. Nachladen. Wir wissen ja, dass da vorne jetzt ein Tandoshana kommt. Das haben wir ja vorher noch gesehen. Ja, die Sniper ist gegen die gar nicht so schlecht, aber man muss sie halt treffen. Wenn sie einen sehen, dann bringt die Sniper halt leider nicht viel. Da kommt jetzt gleich ein Tandoshana. Genau, da ist er. Und der Sniperer ist wieder da. Noch einer. Tot. Tot, wollte ich sagen. Die Reihe von den lustigen Andoshana. Bleib mal auf der Sniper. Ich würde gerne auch den nächsten Speicherpunkt erreichen, weil jetzt sind wir so weit gekommen. Da vorne ist ein toter Klon. Noch einer hier. Der meinen Zorn spüren möchte. Geht doch, das Feuer war jetzt echt nicht so geil. Nee, scheinbar nicht. Dem können wir leider nicht helfen. Hier liegt ein Arm übrigens. Ich glaube, das ist ein Arm. Geht ihm einer? Vielleicht. Ach so, hier ist ein Astromech. Ich will den jetzt schon anschießen, aber man sieht, da ist es grün. Ach, hier liegt auch was rum. Weil die Körperteile hier. Ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, Star Wars Republic Commando ist ein bisschen düsterer als die meisten Star Wars Spiele. Ein bisschen ernster. Weil, auch weil man hier halt keine Jedi spielt. Hallo Drecksäcke. Der hat einen Sniper-Schuss ausgehalten, der Kerl. Die sind ja Gott sei Dank nur die mit Messern, aber die können halt im Nahkampf sehr, sehr wehtun. Wie ich weiß. So. Das war bestimmt nicht der letzte. Ich glaube, da geht's dann lang. Wir müssen halt 7 immer noch helfen. Noch ein Astromech. Allerdings nicht R2. Finde ich ganz cool, dass so kleine Details hier sind. Und was man auch merkt, die Tandoshana. Ihr Echsen müsst einsehen, dass ich noch gefährlicher bin als ihr. Machen gern Hinterhaltangriffe. Ja, Boss, wir zeigen sie ihnen. So, 10 Schuss in der Sniper haben wir noch. Ach, da geht's wieder in so einen Schacht. Ich guck erst auf der anderen Seite. Im nächsten Speicherpunkt mache ich noch, es sei denn, ich sterbe. Ich hoffe aber, dass wir nicht mehr sterben.
so von da oben kamen wir, glaube ich. Ich guck dahinter. Ja, hier fährt ein Gras drumherum. Das heißt, einmal nach unten. Ich will nur gucken, wo es hier hingeht. Ah, Munition. Munition mag ich. Munition ist mir sehr recht. Und wieder ein Kopf. Blaster-Munition. Granaten haben wir aber schon. Der Blaster ist jetzt wieder voll, ne? Ja. Okay, wir müssen also wieder durch einen Schacht. Hier war jetzt eine Munition offen. Dir wird das Lachen gleich vergehen, Echse. Die halten manchmal zwei Sniper-Schüsse aus, die sind echt krass. Er hat hier gerade noch einen Klon getötet, da vorne liegt er. Wie viele Klone hier getötet werden, ohne dass wir was machen können. Man merkt schon, Boss ist auch nicht in der besten Stimmung. So, ab da rein. Obwohl ich da echt ungern reinkrieche nach den Sammlern. Ja, die Sammler sind echt trotzdem meine Hassgegner. Mit Schrotflinten? Ich hätte nicht gedacht, dass heutzutage noch jemand Projektilwaffen verwendet. Mit Schrotflinten? Oh, ich glaube, wir kriegen hier eine neue Waffe. Und den gerade wieder schön gesnipert. Ich hätte gern mal wieder Sniper-Munition, muss ich sagen. Wir haben noch 7 Schuss. Ja, die Trandoshaner, die sind mir viel lieber als die Echsen, weil die kann man zumindest gescheit treffen. Man merkt schon. Hä? Der Gegner ist verschwunden. Also hier lag auch ein toter Klon, habe ich gesehen, als wir die gesucht haben. Leider haben wir die Schrotflinte nicht bekommen. Die hätte ich ja gerne ausprobiert. Ja, Sir. Hier kämpfen auch noch Klone. Delta, die haben Minen. Nicht vergessen, die werden durch Bewegung ausgelöst. Wir müssen uns ducken, damit ihre Sensoren uns nicht bomben und sie dann entschärfen. Ah, hier gibt es also auch Minen. Die beiden Klone davon mussten das gerade erfahren. Hier ist jetzt eine der Schrotflinten. Wie heißt die? Ich hab mir den Namen. Mann, ich will den Namen sehen. Heißt die Waffe jetzt? Ich will den Namen sehen. Ach, egal. ACP-Strahlengewehr. Das ist jetzt dieses nette Stück hier. Nein, dieses nette Stück hier. Die Energiewaffe sieht aus wie ein Projektilgewehr. Wusste nicht, dass Echsen so nostalgisch sind. Ja, die hier offensichtlich schon. Und ist wie gesagt eine Schrotflinte. Hat aber auch nicht so viele Schuss. Bleib erstmal bei der Sniper. Okay, ducken, weil wir haben schon gehört, hier gibt es Minen. Die toten Klonen sind wieder weg. Ich verstehe das gar nicht. Da vorne ist eine Mine. Wir entschärfen dann, aber ich gehe erst hier hinter. Gucken, wo es hier hingeht. Das Licht ist hier auch wieder total toll. Wir haben übrigens auch wieder volles Leben. Ganz interessant finde ich. Hier geht es scheinbar nirgendwo. Ja, dass die toten Gegner verschwinden, ist irgendwie doof. Ich weiß auch nicht warum, habt ihr ja gesehen, alles auf höchster Grafik jetzt. Und wir überziehen wahrscheinlich gerade, ich weiß, aber ich möchte zum nächsten Kontrollpunkt noch kommen. So, hier ist scheinbar nichts. Hier ist die Munition, das heißt, ich schieße schnell einmal mit der Schrotflinte, damit ich die Munition nehmen kann. Wieso kann ich nicht? Naja, gut. Dann ist mir auch egal. So, und dann die Mine entschärfen. Ja, weil sonst macht sie Bumm. Das wollen wir nicht. Können die leider nicht gegen die Trandoshaner einsetzen, was ich sehr schade finde. Weil wir selber können keine Minen legen momentan. Zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob es später anders ist. Nur Granaten. Ah, und hier wird der Kontrollpunkt gespeichert. Ich glaube, hier ist der Ort, wo 7 drin war.
Gut, dann hören wir jetzt auf. Wahrscheinlich haben wir überzogen, ne? Ja, wir haben 5 Minuten überzogen. Die morgige Folge geht dann 5 Minuten kürzer. Ja, tut mir leid wegen dem Rage vorher, aber ganz ehrlich, das waren 4 Tode und zumindest 3 der Tode hätten nicht sein müssen. Das war halt irgendwie ekelhaft. Also, hier wieder neue Gegner, die Sammler-Druiden und die Tran-Loshaner. Aber auch eine neue Waffe, die Schrotflinte, die werden wir beim nächsten Mal wohl mal testen. Und, ja, mal gucken. Ich hoffe, beim nächsten Mal können wir 7 helfen und wegen Scorch müssen wir halt noch gucken. Also Fixer wollte ja noch Scorch sehen, aber das, was wir halt von Fixer gehört haben, das haben wir halt kaum verstanden. Deswegen keine Ahnung, ob er ihn gefunden hat. Wir sehen uns auf jeden Fall später noch zu den anderen beiden Folgen, wenn ihr möchtet. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.